ruhig näher, ihr dürft ganz nah ran. Wir sind ja jetzt hier auf dem Handling-Kurs und sprechen jetzt so ein bisschen von Sitzposition in Kurven. Oder auch von den Bedienelementen des Motorrades. Sie sitzen jetzt auf dem Motorrad und was fällt euch jetzt als erstes auf? Was ist gut? Was würdet ihr vielleicht ein bisschen anders machen von der Sitzposition her? Oh, dann fange ich an. Ja. Für mich bist du ein bisschen zu nah am Tank. Ja, also ja? Gut, das regeln wir aber gleich anders. Ja. Gehen wir wieder zurück an den Tank. Ich halte den Lenker bitte mal geschlossen fest mit einer Faust. Du hast die Füße mit den Fußballen auf der Fußrasse. Ihr fahrt bitte auch alle mit den Fußballen auf der Fußrasse. Ja. Das ist da, wo die Zehen aus dem Fuß wachsen. Mach mal die Augen zu. Ich meine das wirklich. Geht mal eine Treppe hoch im Geiste. Der Teil des Fußes, mit dem ihr die Treppe hochgeht, der muss auf die Fußraste, weil da könnt ihr Druck ausüben. So. Und jetzt stellst du dich bitte aufs Motorrad. Stell dich hin. Drück die Knie komplett durch und guck durch mich durch. Ja. Und wenn ich sage jetzt, setzt du dich rasend schnell hin. Ohne drüber nachzudenken. Okay. Jetzt. So, eigentlich müsstest du jetzt Platz zum Schritt haben. Und hast du auch. Genau diese 4-5 cm. Das ja. ist also jetzt eine optimale Sitzposition auf deinem Motorrad. Selbst deine Ellbogen. Oh, ich berühre dich manchmal. Also, ja, sie sind stimmt. kurz eingeknickt, ja? Ja? So. An euch jetzt, was ist das hier? Ich weiß, ich bin vollkommen daneben mit der Frage jetzt, aber was ist das, was sie gerade in der Hand hat? Der Lenker. Super. Falsch. Griffe, alles falsch. Ab heute und für alle Zeit für euch. Wellensittiche, lass mal ein bisschen locker. Wellensittiche oder Kolibris? Hamster. Schon mal jemanden Wellensittiche in den Finger gehabt? Ja. Ja, also, ich möchte gerne, dass ihr das Vieh jetzt so feste haltet, dass ihr diese kleinen Knöchlein nicht zerbrecht, aber auch so feste, dass er nicht wegfliegen kann. Ja? Und dementsprechend bist du relativ locker. Ja. Mach mal eine richtig feste Faust, stramm. Wenn du stramm hast, sind die Unterarme angespannt. Ja. Jetzt lass mal locker, halt den Wellensittich fest, bist du locker. Ja. Ja? So. Wenn du jetzt eine Linkskurve fährst, schaust du bitte über den Spiegel rüber weg, ja. bis vorhin rüber. So, jetzt kannst du den Kurveninneren Arm noch ein bisschen, solltest du ein bisschen anwinkeln. Ja. Und wenn du willst, noch das Kurveinnere Knie ein wenig in den Wind stellen. Mach mal. So. Genau, der Oberkörper kann ein bisschen rüber gehen. Ja. So, jetzt. Wie heißt du? Chris. Guck mal den Chris an, das machst du jetzt nach rechts. Genau. So. Dein Name? Daniel. Dani? Daniel. Daniel angucken, nach links. Gut. Und den Chris wieder angucken. Und wieder. Vor allen Dingen der Blick geht rüber. Ja. Erst der Blick und dann kommt der Körper sofort ja. auch nach. So, jetzt haben wir vielleicht den einen oder anderen, der ambitioniert ist. Mit den Kniepads. Wenn du jetzt mal ein bisschen, oder du später hier mal Rennleitung fährst, ja. draußen, und du eine Hänge-Off fahren möchtest, dann ist jetzt genau der Punkt, wo du jetzt Druck auf den Oberschenkel ausübst. Ja? Und du hast jetzt ungefähr eine Handbreite, eine Briefmarke unter Popo oder bei Schiffen sagt man eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Also Druck auf Oberschenkel, richtig stramm. Kannst du mal nachfühlen, ob die stramm ist an dem Oberschenkel? Ich habe das Gefühl, also richtig Druck aufüben. Richtig Druck ausüben. Fußball auf die Raste und so. Richtig Druck ausüben. Versuchen, ja. ja. Und jetzt hast du Becken, ja, genau. jetzt ist auch wieder Beckenknochen, Schulterbereich. Rumpf ist parallel. Ja. Mit dem Reißverschluss versetzt sich jetzt parallel 10 cm auf der Sitzbank, erster Blick rüber, ja. nach links. Parallel. Hoppe rüber. Ja. Hoch, genau. Ja, genau. Und doch, der Arm ruht sich hier aus, ja. der ist eingeknickt. Und das Kurveninnere Knie darf sie ziehen. Oder zieh du mal ein bisschen raus. Genau. So. Raus. So, genau. Na, prima. Hier oben schön entspannt bleiben. Ja. So. Und jetzt das Gleiche. Druck auf die Oberschenkel. Ja. Rüber zum Chris war das, ne? Ja. Ah, jetzt guck mal, hast dich gedreht. Du möchtest, ja. sollst dich nicht drehen. Ja. Ich möchte, dass du das parallel versetzt. Becken und Schulterbereich. Also darum versetzt sich parallel. Setz mal, bleib mal einfach so und versetzt mal den Popo parallel mit dem Schulter rüber. Jetzt, genau, und jetzt zur anderen Seite. Parallel. Das genau. Knie nicht nach hinten drehen. Genau, und zur anderen Seite wieder. Und gucken vorher dabei. Und zur anderen Seite. Und der Kurve, innere, äußere Arm ruht sich aus. Und zur anderen Seite. Der Rücken. So, oh. ja, da willst du hin. Ah, das so. Gibt Muskelkater. Ja, und zur anderen Seite. Gut, okay. Das möchten wir gleich von euch ein bisschen sehen, wer Lust hat. Wir touren das vor. Also heute Abend ist Muskelkater angesagt. Ja, also morgen noch mehr. Bei uns auf jeden Fall. Also so. Wirklich turnt. Das Wichtige ist aber, auch wenn ihr nicht touren wollt oder wenn ihr die Ambition nicht habt, ein Hanging-Off zu fahren, bitte an den Kurveninneren Arm denken, dass der wirklich locker ist und einknickt und dass der Blick rumgeht. Bitte nicht nur die Augen bewegen, sondern den Kopf drehen. Wenn ihr dieses Zeichen seht, dann heißt das Birne bewegen. Genau, und den Blick bitte vom Vordermann lösen. Weil was passiert, wenn der Vordermann von der Strecke abkommt? Direkt hinterher.
Genau, und das wollen wir aber nicht. Und das wollt ihr vor allem nicht. Also löst den Blick vom Vordermann, hebt den Kopf und schaut nicht den Vordermann aufs Hinterrad.